Turi 2TV. Medien und Marken live. Christoph Pleitgen von Watch It. Wir stehen hier in der Situation, der Kameramann ist gleichzeitig auch Interviewer, ist gleichzeitig auch Toningenieur. Was tut sich da eigentlich im Bewegtbildmarkt gerade? Also im Bewegtbildmarkt tut sich gerade wahnsinnig viel, insbesondere was das Thema Internetvideo angeht. Und das ist eben auch die Thematik von Watch It. Es gibt im Bereich News Gathering, also das Beschaffen von Nachrichten, das Aufnehmen vor Ort, gibt es großen Trend zum mobilen Journalismus oder mobilen Videojournalismus. Watch It selber hat sich eher auf das Thema fokussiert, was macht man mit all dem Material, wo kriegt man es her, wie produziert man Videos in einer guten Qualität, schnell, einfach und effizient fürs Internet. Und auch da haben wir uns fokussiert auf das Thema Kurzfilm, also Videos oder Kurzclip von einer Länge von etwa 30 Sekunden bis vielleicht 2 Minuten. Schnell, einfach und effizient, da gibt es häufig den Vorwurf, das ist auch gleichzeitig billig. Ist das so? Und wenn nein, was ist Watch It Content dann? Also billig würde ich nicht gelten lassen. Wenn man sich anschaut, was unsere Kunden, das sind zum Beispiel die Süddeutsche, das ist zum Beispiel Spiegel Online, zum Beispiel Focus Online, aber auch eher aus der Tradition von Fernsehsendern, die Deutsche Welle oder Pro7Sat1 produzieren, das finde ich ist sehr ansehnlich. Also insofern billig nicht, aber wir helfen, Masse zu realisieren, also sich zu vielen Themen schnell und zeitnah ausdrücken können und diese Themen auch zu bearbeiten, vielleicht über verschiedene Plattformen, über verschiedene Ausspielformate, über verschiedene Marken. Das heißt, für uns ist die spannende Frage, wie kombiniert man Automatisierung, wie kombiniert man vielleicht die Nutzung von künstlicher Intelligenz mit der Möglichkeit, Kreative im Prozess des Videogeschichtenerzählens zu unterstützen. Das ist so die Thematik von Watch It. Nun haben Sie mit Arbeitsort London ja auch noch den internationalen Blick. Wird aus Texten jetzt immer mehr Video? Verschwindet Text? Ersetzt Video den Text? Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, das hängt so ein bisschen davon ab, mit welchem Publikum hat man dort zu tun. Es gibt bestimmte Themen, zum Teil Breaking News, aber auch im Entertainment-Bereich, im Lifestyle-Bereich, wo sich sowas sehr anbietet. Ich würde sagen, in der Finanzberichterstattung zum Beispiel, das ist natürlich weiterhin sehr stark datengetrieben. Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich komme jetzt aus Paderborn. Die Lokalzeitung hat da zum Spitzenthema Fußball natürlich, Kirche und Schützenfest. Wie lässt sich denn sowas eigentlich in Video umsetzen, ohne dass es peinlich wirkt? Mir hat einer unserer Kunden, der hat mir mal gesagt, für Internetvideo ist es nicht ganz so wichtig, dass man wirklich Video als Rohware hat, solange sich in dem Video irgendwas bewegt. Ja? Das heißt, man muss sich die Frage stellen, was kann ich denn noch nutzen? Das kann die eigene Berichterstattung sein. Das heißt, man kann einen Journalisten, einen Redakteur oder eine Redakteurin vor Ort schicken, die dann vielleicht nur noch mit einem Tablet oder mit einem Smartphone ausgestattet sind und da für Live-Berichterstattung sorgen, die dann anschließend genutzt werden kann. Aber darüber hinaus soziale Medien, sogenannter User-Generated Content, animierte Infografiken, Kartenmaterial, also es gibt so viele Fotos zum Beispiel, vielleicht sogar auch Stockmaterial, es gibt so viele Inhaltetöpfe, die man anzapfen kann, um ganz, ganz spannende Videokonzepte gerade auch vielleicht für den Regional- und Lokalbereich zu entwickeln. Aber irgendwer muss es ja auch machen. Die Redaktionen werden nicht üppiger besetzt. Sehen Sie denn in Zukunft in den kommenden Jahren überhaupt noch die Leute dafür da, die auch zusätzlich noch Videos produzieren können? Ich glaube tatsächlich, der Trend ist, dass weniger mehr machen müssen und dass vielleicht in Zukunft auch eine Bereitschaft, sagen wir mal, vielleicht über den reinen Textjournalismus hinweggehen, vielleicht über die reine Fotografie hinweggehen, einfach eine Bereitschaft da sein muss, sich multimedial, sowohl was die News-Gathering-Seite angeht, als auch was dann das Produzieren angeht, sich da mit den Nachrichten auseinanderzusetzen. Das Spannende ist natürlich, dass die Geschichten ja nicht weniger werden. Das heißt also, die Notwendigkeit, dass Journalisten schnell, gut, kompetent vor Ort berichten, vielleicht jetzt multimedialer, als es in der Vergangenheit der Fall war, das wird hoffentlich nicht verschwinden. Turi 2 TV. Medien und Marken live.